Oh, das Spiel ist zu Ende. Die TSG Ehing hat mit 4:2 gewonnen. Man hört vielleicht im Hintergrund die Fans aus Ehingen, die feiern schon. Auf dem Platz sind die Spieler und machen gerade gemeinsam Tanzsalven und schreien und feiern. Hier neben mir stehen jetzt gerade meine beiden Experten. Ihr habt das Spiel mit angesehen. Haben die Ehinger Grund so zu feiern? Haben die so klasse gespielt? Ja, natürlich. Also wenn man ein Derby gewinnt, das ist immer ein Grund zu feiern. Und ich denke auch, dass es unterm Strich ein verdienter Sieg war, weil Alma Dinger eigentlich in der zweiten Halbzeit eigentlich viel zu wenig gemacht hat, in meinen Augen, um das Spiel noch zu wenden. Aber trotzdem, wenn ich dich unterbrechen darf, hat Almendingen doch noch Tore geschossen. Ne? Also es blieb ja nicht beim 2:0, sondern 2 Tore gingen noch auf euer Konto. Ja gut, der Handelfmeter und dann noch das Tor vom Emre, was ein guter Pass vom Heiko war. Aber trotzdem waren wir insgesamt in der zweiten Halbzeit oder auch im ganzen Spiel zu harmlos. Und das war unterm Strich ist auf jeden Fall verdient, dass Ehingen das Spiel gewonnen hat mit 4:2. Was bedeutet dieser Sieg jetzt? Also es gab ja im Vorfeld schon heiße Diskussionen darum, Derby hier, wie sieht es jetzt in Zukunft aus? Was folgt jetzt aus diesem Spiel? Ja gut, ich denke, der Druck auf uns war natürlich wesentlich größer wie auf dem TSV, weil eigentlich das ganze Umfeld uns zum Favoriten gemacht hat. Wir mussten natürlich mit dem Druck umgehen, haben das dann auch unterm Strich hinbekommen, haben zwar jetzt nicht unser bestes Spiel gemacht, aber ich denke, wir können jetzt mit erhobenem Haupt wieder zurück nach Ehinger fahren und haben jetzt mal die Kräfteverhältnisse bis zum Rückspiel mal klargestellt, dass wir die Nummer 1 momentan sind. Mhm. Rückspiel, Thema Hausaufgaben. Was für Hausaufgaben gibst du deinen Kollegen hier auf dem Platz auf? Was müsst ihr tun? Gut, das wird der Trainer auch zum Teil entscheiden. Auf jeden Fall müssen wir halt unsere Chancen in Zukunft konzentrierter nutzen und auch aggressiver spielen. Das war vom Zweikampfverhalten her zu wenig, meiner Meinung nach. Und so konnten wir die Ehinger in der zweiten Halbzeit zum Teil mehr spielen lassen. Und das ist eine gute Mannschaft. Und das sieht man dann auch, dass sie die Führung locker verwalten können, ohne Probleme. Aber insgesamt ein schönes Spiel, ein faires Spiel. Das war's hier von uns. Wir verabschieden uns hier aus Almendingen. Vielen Dank euch beiden, dass ihr mir hier so zur Seite gestanden habt. Wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Bis dann.